Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Latgrün. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben in Safronia City. Und dann das Team Rocket besiegt. Mit Giovanni und haben jetzt einen Meisterball. Und zwar gehen wir jetzt erstmal, denke ich mal, die Arena machen hier. Und dann können wir bald die letzte Arena machen. Die Fake Arena und das ist die richtige Arena. So, und hier gibt es auch diese komischen Scheißdinger, die mir auf den Sack gehen. Aber ich denke mal, wir schaffen das doch ganz schnell. Du weißt, dass man meine Stärke allein nicht weit kommt, oder? Wollen wir jetzt so sehen, wie man will. Das ist eine Psycho- bzw. Kampfarena. Teil. Aber doch wird das doch relativ einfach, da meine Pokémon schon ziemlich viel weiter sind als die Pokémon hier. Ziehstrahl mag ich nicht, das zieht man ganz schön viel. Und es ist auch sehr effektiv. So, auch das war so Pantimus. Klaus halt 99 EP-Punkte, wunderbar. Nein. Ich nehme heute schon wieder auf, also. Ich will das jetzt hier durchkriegen, ich muss das durchkriegen. Kreuzi, bitte. Ich könnte kotzen. Rollentausch. Hätte aber kopiert. Munterkeit von Klaus. Oh, geil. Danke für den Fade. Und tschüss, Kadabra. Boah. Hör mal auf mit dem Skype-Fail hier. Spiel besiegt sich Huberto. Hier kommt schon irgendwie. Ah, da ist die Arena-Leiterin. Cool. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zumindest habe ich gelernt, Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Ich wünsche es. Ja. Schön, dass ich hier angeschrieben werde mit einem Arena-Kampf. Ich werde danach Marina mal Kampf beantworten. Ist übrigens lustig, wenn ihr das seht. Ja, ich nehme morgen meine Kamera mit. Morgen geht's in Heidepark. Mit unserer Klasse. Kann lustig werden. Wird 100 pro auch lustig. Ja. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Das Problem ist nur, wenn ich das hier hochlade, dann. Heute ist der 14. September. Also, wenn ich das hier hochlade, ist das schon ein bisschen her. Ich möchte das Pokémon wechseln und zwar darf jetzt mal. Ja, komm hier, ich möchte das ja. Klaus, gut, komm zurück. Los, Hans. Und jetzt kommt ja der nächste. Sabrina ist die Arena-Leiterin. Aha. Boom. Oh, Pantimus brennt. Pantimus setzt Barriere ein. Damit steigt seine Verteidigung. Zwar sehr stark, aber die Verbrennung schadet ihm trotzdem. Natürlich wird ein Hypertrank von Leiter Sabrina eingesetzt. Warum auch nicht? Ich meine, nervt mich ja nicht oder so. Nein, die Verbrennungen schadet Pantimus. So, jetzt Schlammwurf. Und tschüss. Pantimus. Boah, Skype, das kann doch nicht sein, dass das so fail, ey. Nein, für Omod werde ich definitiv nicht tauschen, weil Omod, das wird richtig einfach. Oh, wir kommen jetzt alles online. Ich suche halb drei erst. So, tue ich die ganze Zeit immer wieder Escape und dann wieder normal. Also, tut mir leid. Oh. Tenarizuku. Simsala. Ja, ich werde das Pokémon wechseln und zwar darf jetzt mal. Peter darf mal ran. Boah, Skype raushauen. Ich werde das natürlich tausende von Videodateien, das ist mir jetzt aber egal. So, ich schaffe jetzt erstmal hier die Arena. Level 43 ist schon relativ stark. Und mit einem Mal Donner weg.
Simsala wurde besiegt. Peter hat 1713 EP-Punkte. Spieler besiegt Leiter Sabrina. Wunderbar. Ich bin erschüttert, aber verloren. Ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Was? Den Sumpforden? Nee, nein. Naja, egal. Der Sumpf. Doch, Sumpforden. Das Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir, wir sollten uns deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jetzt unter Kontrolle hast. Warte nur noch diese Themen von mir. Einzel Themen 04. Heinz packt Themen 04 in Firmen-Themen. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese lernen. Viele wissen es nur nicht. Ah. Oh, ich wollte nicht vorspulen. Entschuldigung, ich bin auch so auf die Tasse gekommen. Also jetzt. Wirklich? Das war jetzt ja auch nicht so schlimm. So. Wenn die eigentlich irgendwer Solarstrahler lernen. Also jeder. Also eigentlich jeder. Das ist nochmal eine. Nein. Nein, natürlich nicht. Ja. Okay, doch nicht. Ich wollte Solarstrahlen. Kangama. Gut, da springen wir nicht viel weiter. Frustration. Gigasauger. Blizzard. Kugelsaat. Ne. Brüder. Gedankengut. Power Punch. Nochmal Mega Hieb vergessen und lassen ihn Power Puncher lernen. Peter vergaß Mega Hieb und Maschine bereit. So, habe ich keinen Bock, das zu sehen. Peter lernte Power Punch. Wunderbar. Ja, was mache ich hier noch so? Gut, nichts Interessantes mehr. Dann werden wir jetzt mal gehen. Hier lang war das, glaube ich. Hier lang. Nein, da lang war falsch. Da bin ich schon rübergerannt. Und zwar kam ich, glaube daher. Kommst du daher? Ja. Und jetzt hier raus. Ich möchte raus. Ich möchte hier nicht mehr sein. Hier geht's raus? Da geht's auch nicht raus. Geht's hier raus? Da geht auch nicht raus. Geht hier raus? Und du geht's da zurück? Vielleicht da irgendwo? Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal hier raus. Hier irgendwie rauskommen. Nein! Jetzt da unten ist die letzte Chance, sonst habe ich ein Problem. Bitte. Ja, danke. Ich hoffe mal wieder, dass die Musik nicht zu laut ist, weil ich höre hier viel leiser als in Wirklichkeit dann ist, aber das werde ich dann ja sehen. So, Pokus Center. Dann nehmen wir meine Pokémon in Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So. Pokémon. Fliegen. Moment, fliegen wir in folgende Stadt. Vertania City. Dort ist nämlich die letzte Arena. Ja. Man mag es kaum glauben, aber das hier ist tatsächlich eine Arena, die jetzt auch anscheinend frei. Oder ich komme nicht durch. Ich kann von der anderen Seite gehen. Und jetzt solltet ihr dreimal raten, wer sie führt. Ich hab irgendwie Bock, gegen ihn hier zu kämpfen, because ich will meine Pokémon ein bisschen Level nach oben bringen. Hey, so lange geht hier die Luft aus. Und
Ihr werdet nicht glauben, wer der Arena leider dieser Arena ist. Ich werde es aber euch auch nicht verraten. Ich werde es euch dann sagen. Haha. So. Ich bin so böse. Ja, machen wir mal Geowurf. Dann da mal setzt, dann Pöbel ein auch. Mach doch nicht sowas. Karateschlag. Super, geht auch noch daneben. Dann da mal setzt Schnitze ein. Mega Kick. Natürlich. Na super, noch ein Hypertrank. Ja, komm. Geowurf. Das sollte es ihn vielleicht endgültig erledigen, obwohl Geowurf zieht, glaube ich, nicht so viel. Ah. Ein Volltreffer, na super. Jetzt aber. Na super, geh doch auch noch. Ah, nee. Noch ein ganzer HP. So, jetzt war es für seine Dame endlich und dann wechsle ich um mein Pokémon. Klaus hält 1926 HP. Als nächstes wird Georock. Ja, ich werde das Pokémon wechseln und zwar für Georock ist, denke ich mal, hier Aquana ganz gut. Ast-Trainer Hindeo. Surfer. Und das Georock. Nein, ich möchte Onyx. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln, weil einfach Aquana gerade das perfekte Pokémon für diese Pokémon ist. Das ist sehr effektiv. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch kämpfen wegen den ganzen anderen, ey. Ich muss da, glaube ich, jetzt eh lang, von daher. Nein, ich werde das Pokémon nicht wechseln. Ich set auch egal. Georock wird von Astrainer Ideo in den Kampf geschickt. Ja, diesmal machen wir es halt nochmal mit Aquabälle. Das soll es auch K.O. machen, ja, wunderbar. Alter, es wird Knogger. Nein. So, und tschüss Knogger. Aquana erreicht Level 48. So, jetzt machen wir mal. Ja, doch, bleiben wir. Ah, ne, Klaus. Packen wir mal einen Hypertrank aus. Obwohl, wenn wir noch dafür was haben. Benutzen wir das erstmal. Davon geben wir jetzt einfach drei Dinger und dann ist auch erstmal gut. Ich meine, hier haben wir ja ohne Ende hier diese Tafelwasser. Konnte ich auch nicht wissen, dass man damit da nicht weiterkommt. Wie soll man das denn wissen? Ja, gut. Ist die Frage, wo müssen wir jetzt lang? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, nein, gar nicht so. Nein, gegen dich kämpfe ich nicht. Na gut, gegen dich kämpfe ich. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Ein Kampf-Pokémon-Trainer wohl. Mit einem Pokémon. Mashok. Ach Mensch. Der war mal kreativ. Hat viele Pokémon gefangen. Alter, das kann nicht sein. Dass meine Attacken hier schlecht daneben gehen. Mashok erkennt Klaus. Herzlichen Glückwunsch. Überwurf.
Eieiei. Geowurf. Ja, und das hat es alles gezogen. Oh, na super. Wir müssen definitiv hier vielleicht sogar. Könnte auch hinkommen. Ne, hier kommen wir ja nicht lang, weil wir ihn da. Da kommen wir nicht lang. Können natürlich jetzt Folgendes tun. Na gut, hier. Der Stil zeichnet große Kämpfer aus, ja. Knogger wird von Astrena Markus in den Kampf geschickt. Hallo Knogger. Los Klaus. Hier war das mit Geowurf. Gucken, wie viel es zieht. Naja, geht so. Knochenbumerang, eine Attacke, die ich nicht mag. Zweimal getroffen. Oh, das kann ich sein. Nochmal Knochenbonbon, ja. Und hoffen. Ja gut. Nochmal ein bisschen Glück gehabt. Und dann wird natürlich ein Hyperdrang eingesetzt. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Die setzen hier nur Hypertranks ein, das nervt. Ich geb mir irgendwann richtig auf den Sack. So. Wenn die das können, dann kann ich das schon lange. Oh, Kopfnuss, aber zieht nicht so viel. Ne, da wollte ich nochmal hin. Ja, komm nochmal. Kiowurf und dann hat sich das hoffentlich. Vielleicht hat sich das, ja. Nein, hat sich natürlich nicht. Heuler, gut, das ist mir relativ egal. Da sinkt zwar jetzt mein Angriff, aber das ist erstmal egal. Hauptsache der Ratschlag trifft jetzt. Wunderbar. Volltreffer. Und dieses wird Knogger. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr mit dem Pokémon. Jetzt werde ich mal mit Hans mein Glück versuchen. Hans im Glück. Ha. Der hat so viele Pokémon. Ich habe gerade mal eins. Okay, gut. Na gut, das werden wir einfach mal schneller erledigen. Ich mal. Oh. Ein Volltreffer. Selten, 182 EP-Punkte. Ja, für Rihorn wechsle ich mal lieber auf Aquana. Auch wenn die ja schon auf Level 48 ist, dafür ist sie ehrlich gut. Für die Steins-Pokémon. Rihorn wird von Astrena Markus in den Kampf geschickt. So. Surfer! Das ist sehr effektiv. Yep, weil ich gerne den Hans jetzt auf nächste Level bringen möchte. Der Hans, der wird jetzt nämlich mal gucken, ob er beide Pokémon kriegt oder ob er nur eins kriegt. Flammenwurf. Boom. Ja, 76 EP-Punkte. Hans erreicht Level 48. Also jetzt wird Nidoqueen. Ja, ich werde wechseln, weil dann kann ich Peter auch vielleicht schon gleich auf das nächste Level bringen. Los, Peter. Nidoqueen wird von Astrena Markus in den Kampf geschickt. Donner! Oh, keine Wirkung auf Nidoqueen. Okay, gut. Body Slam. Nicht gut. Dann probieren wir es mal damit. Power Punch.
Jeder ist paralysiert, das greift eventuell nicht an. Na los. Peter versteckt seinen Fokus. Hoffentlich verliert er seinen Fokus nicht. Peter ist paralysiert, er kann nicht. Oh. Das geht mir auf den Sack. Wunderbar, gleich ist es das mit Peter gewesen. Vielleicht jetzt mal Power Punch, dass es funktioniert. Das muss aber wirklich. Na toll. Stärke. Oh, ich kann vielleicht nur noch den Kampf gewinnen. Ja, ich gewinne den Kampf sogar noch. Ein Volltreffer. Neo Queen wurde besiegt. Peter hält 1620 EP-Punkte. Jetzt brauche ich mal ein Paraheiler aus meinem Beutel. Habe ich aber anscheinend nicht. Scheine ich echt mal nicht zu haben. Gut, dann machen wir das einfach anders.